Hallihallo und herzlich willkommen zum 21. Part meines Let's Play zu Crash Bandicoot 3 Warped in der Neuauflage für die PlayStation 4. Wir sind im 100% Walkthrough dieses LPs und ja, wir sind jetzt in der dritten Welt, wenn ich mich nicht täusche, und müssen jetzt hier als nächstes im Level Dynamite noch zwei fehlende Edelsteine holen. Das ist wieder eins dieser Level, in dem wir von einem Dinosaurier verfolgt werden, und ja, schauen wir uns mal an, wie das gelingen wird. Denn das ist das zweite Level dieser Art. Das erste hieß ja, erst lass mich nicht lügen, Dynamite ist das hier. Ich meine, Boneyard war das erste. Und auch da gab es zwei Edelsteine, so wie hier auch. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob wir wenigstens einen davon ergattern können. Wir wenden mal zurück ins Bild, weil in alten Crash-Teilen war es ja durchaus so, dass hier mal Sachen versteckt waren, die man ansonsten nicht hätte freispielen können. So. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir unsere Fertigkeiten haben, wie beispielsweise den Doppelsprung, die krasse Wirbelattacke hier und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen die Fruchtbazooka. So, was haben wir zuletzt geschafft im 20. Part? Wir haben unter anderem unseren zweiten bunten Edelstein gefunden, das wäre der lilane gewesen. Und haben auch im Level Tomb Time, meine ich jetzt, wenn ich mich nicht komplett irre, es war auf jeden Fall ein orientalisch, ein Tempel-Level, genau. In dem wir zwei Edelsteine geholt haben, die da noch fehlten. Genauso wie hier jetzt beispielsweise auch noch zwei Edelsteine fehlen. Wir schauen jetzt einfach mal, ob wir das auf die Reihe bekommen. So, und noch was möchte ich sagen, ich hatte ja in einem der letzten Parts auch versucht, den gelben Edelstein noch zu holen und sagte ja dann noch so schön, ich weiß nicht genau, okay, wenn wir die Plattform hier nicht materialisiert haben, können wir zumindest einen Edelstein definitiv nicht holen, alles klar. Nochmal zurück zum gelben Edelstein, okay. Ich hatte ja gesagt, dass ich da mal Recherche betreiben möchte und das ist halt immer so der Nachteil, wenn man dann Recherche betreibt. Ich habe bei der Gelegenheit dann etwas gesehen, was ich eigentlich gar nicht sehen wollte, wo ich mir aber ein Stück weit sicher war, dass es eben genauso ist. Denn erinnert ihr euch, dass ich in irgendeinem Part, in dem es auch mit dem guten Crash aufs Motorrad ging, mal gesagt habe, irgendwie habe ich den Eindruck, dass diese Schildchen mit diesen Alienköpfen noch eine Bedeutung haben werden. Und das habe ich nicht umsonst gesagt, denn ich habe da noch den Eindruck gehabt, dass da noch ein weiteres Level kommen müsste, in dem wir mit dem guten Crash aufs Motorrad müssen. Ich habe es nicht wirklich so explizit gesagt, aber ich hatte zumindest in dem Moment den Gedanken und ja, was soll ich sagen? Ich hatte diesen Gedanken und habe ihn aber nicht zu Ende ausgesprochen, weil ich es in dem Moment auch gar nicht tun wollte. Ja, aber es ist in der Tat so, dass es noch ein Level geben wird. Wie und wann wir dieses aber sehen werden, muss ich ganz ehrlich zu euch sein, weiß ich selber noch nicht. Ich habe aber auf jeden Fall herausgefunden, dass es noch eine weitere Welt geben wird. Das kann ich ja an der Stelle... Oh, jetzt haben wir ihn verloren. Nein! Das ist ja blöd. Ich habe gedacht, wir können ihn irgendwie weiter mitnehmen. Ärgerlich. Ja, weil wir da vielleicht irgendwas hätten machen können mit dem guten Dino. Egal. Jedenfalls habe ich bei der Gelegenheit, was ich eigentlich nicht wollte, rausgefunden, dass wir noch eine weitere Welt finden werden in diesem Spiel. Ich weiß aktuell nicht mehr, wie wir da hinkommen. Ich sage ja, ich habe das Spiel im Original auf der PlayStation 1 durchaus gespielt. Aber verzeiht mir, dass das wirklich so lange her ist, dass ich da wirklich nicht mehr weiß. Also nicht mehr so 100% weiß, was es da eigentlich zu tun gab oder ja, wie man jetzt, na, Mist, wie man da jetzt, es geht tatsächlich nicht, wie man da dran kommt. Und weil da merkt man dann halt doch, dass es sehr lange her ist, dass man dieses Spiel gespielt hat im Original und ja. Ich war mir aber ziemlich sicher, dass es eben dann noch ein weiteres Level mit dem Motorrad geben müsste. Das habe ich insofern jetzt dann noch nicht mal in diesem Video, was ich mir angeguckt hatte, um rauszufinden, wie man an den gelben Edelstein kommt. Das hatte ich in diesem Video noch nicht mal gesehen. Ich habe aber eben gesehen, dass noch eine weitere Welt kommen wird. Mit erneut 5 weiteren Leveln, die dann höchstwahrscheinlich noch mal ein bisschen knackiger werden.
Und ja, von daher kam mir dann in dem Moment wieder in den Sinn, dass da bei diesen 5 Leveln dann höchstwahrscheinlich auch eben dieses eine Level dabei ist, was ich bis dato doch durchaus vermisst habe. Und ich hatte schon die Befürchtung, dass man es im Remake irgendwie gestrichen hätte, aber warum sollte man das tun? Denn die Level sind ja gut gewesen. Allerdings wird das dann nochmal etwas schwieriger sein. Aber das sehen wir dann, wenn wir diese Welt irgendwie freispielen, weil wie wir sie freispielen, das möchte ich dann an der Stelle auch nochmal erwähnen, habe ich mir bei der Gelegenheit eben nicht angeguckt. Denn ich wollte ja eigentlich nur wissen, wie man an den gelben Edelstein kommt und mich sonst auch gar nicht unnötig spoilern lassen hier bei diesem LP, genau wie bei den vorigen auch. Und auch übrigens bei dem God of War LP, was da auf meinem 2-Kanal läuft, auch da lasse ich mich nicht spoilern. Zumindest versuche ich das. Es ist manchmal gar nicht so einfach, sich nicht spoilern zu lassen, wenn man doch parallel auf Twitter und so aktiv ist. Und da immer wieder auch auf Posts und Tweets stößt, die zumindest in Form eines Screenshots oder so irgendwas zeigen, was man eigentlich noch nicht hätte sehen wollen. Aber gut, ich kann es nicht ändern. Das ist dann halt an der Stelle der Nachteil. Hatte man natürlich früher, wo man nur Zeitschriften hatte, in denen man irgendwas nachgelesen hat, nicht. So, jetzt bin ich auch mal ein bisschen ruhiger, weil jetzt hier wieder diese schwierige Passage kommt, in der wir vor dem guten Dino weglaufen müssen. Okay, ich weiß ja, dass er mir die Kisten kaputt macht, von daher mache ich da jetzt mal kein Trouble, wenn ich jetzt hier irgendeine Kiste, uiuiui, der wird schneller, irgendeine Kiste verpasse. Dann mache ich hier einfach mal in Ruhe weiter, aber jetzt renne ich mal ein Stück. Das ist ärgerlich, da habe ich jetzt echt gepennt, jetzt habe ich den Schutz verloren. Okay, ich habe es geschafft. Toll, ich habe es geschafft, aber nichts geholt. Ah, ist das ärgerlich. Starten wir also wieder ein Stück weit mit einem Fail-Try in diesem Part. Ja, dann ist es hier unter Umständen auch so, dass wir die restlichen Kisten höchstwahrscheinlich gar nicht holen können, wenn wir nicht diesen anderen Weg da gehen. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ja gut, haben wir es wenigstens im First Try geschafft. Da bin ich dann auch mal stolz drauf, weil beim ersten Mal, als ich dieses Level hier gespielt habe, habe ich doch übelst verkackt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war nicht wirklich schön. Habe gerade mal was getrunken, deswegen die kurze Pause. Gut, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, sorry dafür. Aber das ist wieder der Punkt, den ich gerade eigentlich auch schon angerissen und erwähnt hatte, während ich jetzt hier sehe, dass Deep Trouble für den Moment mal erledigt ist. Auch High Time ist erledigt, ja genau, das ist ja unter anderem der Edelstein, den wir in einem der letzten Parts geholt haben. Gut, dann gehen wir jetzt in Road Crash rein und ich glaube, da wollte ich ursprünglich auch rein. Da haben wir nämlich im letzten und 20. Part aufgehört, wenn ich mich recht erinnere, und es leider nicht geschafft, den Edelstein zu holen, weil uns am Ende eine Kiste fehlte. Naja, jedenfalls, ich wollte gucken, wie ich an den gelben Edelstein komme, hab bei der Gelegenheit. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ihr wisst, ich muss das Level neu starten, weil ich kann ja jetzt nicht mehr den Edelstein holen, weil ich schon wieder eine Kiste verpasst habe. Kann ich das denn hier eventuell neu starten? Nee. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder beim Start des Levels. Ich lade mal eben neu. So, weiter geht's. Nächster Versuch. Ich wollte gar keinen Blitzstart machen, im Level Road Crash jetzt alle Kisten zu zerstören, um an den nächsten Edelstein zu gelangen. Das heißt, nochmal, wir fahren jetzt hier eine gemütliche Kugel, wie man so schön sagt. Es geht nicht darum, Erster zu werden. Das müssen wir tun, um den Kristall zu bekommen. Den haben wir hier schon, wir brauchen nur noch den Edelstein. Und dafür können wir uns jetzt hier eine ruhige Minute gönnen. So, die Kiste haben wir erreicht. Aber ich möchte den Gedanken, weil er immer noch nicht 100% abgeschlossen ist, jetzt doch nochmal abschließen. Also, ich habe Recherche betrieben, ursprünglich, um eben zu schauen, wie ich an den gelben Edelstein komme. Und dann habe ich bei der Gelegenheit gesehen, dass es offenbar noch eine weitere Welt gibt. Und dass wir auch nur, um das mal abzuschließen, über diese Welt offenbar an den gelben Edelstein rankommen können. Über ein Warp-Raum-Portal, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall heißt es, dass es hier in dem einen oder anderen Level doch durchaus wieder Geheimnisse geben wird. Also muss ich da auch nochmal ins Detail gehen und genauer gucken, weil wir haben ja jetzt durchaus schon das ein oder andere Level gesehen, wie jetzt auch im letzten Anlauf hier mit Dynamite, unmittelbar hier vor, wo wir eben nicht weitergekommen sind, ohne, oder beziehungsweise wo wir nichts weiter erreichen können, offenbar ohne
irgendein Geheimnis zu finden, was ich jetzt definitiv nicht gefunden habe, oder ohne diese Edelsteinplattform zu haben, die noch nicht materialisiert war. Und hier, das ist das, was ich eben meinte, ist ja so ein Alienkopf auf dem Schild und ich bin mir ziemlich sicher, mich erinnern zu können, dass es eben noch ein Level hier gab, wo wir auch mit dem guten Crash hier rumwetzen auf einem Motorrad und dann auch noch zu diesen blöden Autos UFOs dazukommen, die uns beschießen. So, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann kommt denn dieses Level? Denn wir sind ja jetzt schon in der letzten Welt und irgendwie haben wir ja auch schon den Boss besiegt. Da stimmt ja irgendwas nicht. So, und das ist eben genau der Punkt, dass ich da an der Stelle echt vergessen habe, dass es hier noch eine weitere Welt gibt. Ich weiß auch aktuell, jetzt nochmal zu sagen, ich habe es ja gerade, glaube ich, schon gesagt, auch wirklich nicht, wie wir da hinkommen. Und da muss ich dann im Zweifelsfall auch wieder Recherche betreiben, so wie ich es jetzt hier bei dem gelben Edelstein auch gemacht habe. Ich habe aber jetzt für den Moment beschlossen, dass wir dann eben den gelben Edelstein jetzt einfach mal zurückstellen. Oh, das war nicht gut. Ja, jetzt muss ich hier runterfallen, weil ich kann ja nicht rückwärts fahren. Ich hoffe mal, dass mich der gute Akku jetzt so absetzt, dass ich noch an die Kisten komme. Dem ist in der Tat so. Alles klar. Dann haben wir bisher, glaube ich, nach wie vor alle Kisten gesammelt. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass das mit den 17 Kisten zu dem Zeitpunkt passt. Naja, wie dem auch sei, um das Ganze jetzt wirklich abzuschließen, ich muss auf jeden Fall noch für das ein oder andere Level hier definitiv Recherche offenbar betreiben müssen. Begonnen habe ich damit für den gelben Edelstein. Hat mir leider an der Stelle jetzt nicht wirklich was gebracht, außer dass mich dieser Hinweis ein Stück weit gespoilert hat und ich jetzt weiß, dass offenbar dann doch noch eine Welt existiert. Ich finde das natürlich insofern gut, weil dann dauert das Let's Play hier unter Umständen ja doch noch ein bisschen länger, als ich jetzt fürs Erste gedacht habe. So, das ist, glaube ich, die Kiste, die ich im letzten Part nicht gesammelt habe. Das heißt, die einzige, die gefehlt hat. Da müsste man doch jetzt eigentlich... Ja genau, eine fehlt noch und die ist nach meiner Erinnerung extrem leicht zu erreichen. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur ein bisschen langsam machen und dann sollten wir das doch jetzt hier hinbekommen. Auch wenn das Ganze jetzt natürlich nicht gerade sehr spannend war, wie ich jetzt hier im Schneckentempo rübergewetzt bin. Aber okay, dann können wir jetzt ja zum Ende nochmal ein bisschen Gas geben. Werden dieses Level dann auch edelsteintechnisch abschließen können. Ja, dem ist in der Tat so. Dann haben wir zumindest schon mal einen Edelstein für den Pass geholt, auch wenn das mit Dynamite eben echt ein blöder Start war. Sorry nochmal dafür. Aber ich habe es ja gesagt, es wird jetzt unter Umständen häufiger vorkommen, dass ich nochmal in Level reingehe, wo ich eben nichts finde, weil ich eben nicht mehr weiß, an welcher Stelle man unter Umständen irgendwelche geheimen Wege gehen muss. Denn auch wenn ich das Spiel im Original gespielt habe, ist es im Grunde genommen nach so vielen Jahren, denn das Original kam ja 98 raus und ungefähr um den Dreh, lass es ein, zwei Jahre später gewesen sein, habe ich das auch gespielt. Das heißt, es ist auf jeden Fall locker 15 bis 18, keine Ahnung, Jahre her, dass ich das Spiel gespielt habe. Also es ist im Grunde genommen auch ein Blind-Let's Play, kann man da an der Stelle eigentlich sagen. Ja, und von daher, seht es mir da bitte nach, wenn ich mich nicht mehr an alles hundertprozentig erinnern kann. So. Doubleheader ist auch komplett abgeschlossen. Das heißt, wir können auch diese Welt jetzt verlassen, weil wir jetzt wissen, dass wir hier offenbar nichts finden können, ohne irgendwas Geheimes im Level entdecken zu können oder halt ohne diese Plattform zu haben, die diesen ohne den Edelstein zu haben, die diese Plattform da um langsam ohne den Edelstein zu haben, der die Plattform materialisiert, die wir in dem Level gesehen haben. Mein Gott, also manchmal ist es echt schwierig mit dem Sprechen. Dann machen wir halt jetzt hier erstmal weiter. Das müsste die vierte Welt sein, wenn ich mich nicht täusche. Sphinxinator. Und hier meine ich, gibt es am Anfang die zwei Wege. Genau, das müsste das Tempel-Level mit den zwei Wegen sein. Und da habe ich eher ursprünglich gedacht, dass wir den zweiten und optionalen Weg nicht gehen können. Aber ich glaube, dass wir das mit unseren Fertigkeiten eigentlich auf die Kette bekommen müssten. Das werde ich jetzt versuchen, wenn das nicht gelingt, dann gehe ich hier aber auch sofort wieder raus, weil dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich ohne weitere Recherchen dann auch nicht an den zweiten Edelstein komme. Also, und um eben dann sowas wie gerade eben gesehen zu vermeiden, dass ich da jetzt umsonst irgendwas spiele. So, zwar geht es hier um diesen extrem langen Abstand, da habe ich gedacht, ja, da kommst du ja eh nicht drüber, aber wir können jetzt mittlerweile ja sogar rennen. Wir haben einen Doppelsprung und wir haben die... lange Spin-Attacke, mit der wir ja durchaus gleiten können. Das heißt, ich versuche das jetzt mal mit meinen 12 Leben. Ja, und genau so sollte man es nicht tun. Das war ein Bauchklatscher ins Jenseits.
Okay, nee, aber das müsste meines Erachtens nach funktionieren. Das heißt, ich muss natürlich auch springen. Jetzt muss ich ja erstmal vielleicht hier im vorderen Bereich ein bisschen üben. Okay, alles klar. Ich sollte rennen, dann kann ich denn... Okay, ich kann dann noch springen. Dann machen wir es doch einfach mal so. Ja, genau so klappt es tatsächlich. Dann hätte ich das in dem Part, wo ich das hier ursprünglich mal gespielt habe, auch schon so machen können. Ui, das war knapp. So, wir haben die Bazooka. Ich habe es gesagt, jetzt setzen wir die auch mal ein. Damit wir hier nicht unnötig in die Bredouille geraten. Na, wo ist er denn, der Affe? Da ist er, alles klar. Ich habe jetzt auch mal begriffen, dass immer nur in einer dieser Vasen ein Affe drin sitzt, der uns bewirft. Die anderen sind nämlich tatsächlich alle leer. Hatte ich, glaube ich, auch mal in einem vorherigen Part anders gesagt. So. Ich hoffe, dass ich hier durchkomme. Checkpoint. 4 Leben, sehr gut. Dann hat sich diese Failerei ja jetzt insofern bezahlt gemacht, dass ich zumindest mal die 2 Leben für meine Fails zurückbekomme. So, wo werden wir denn jetzt hingebracht? Na, klasse. Okay. Ah, ich dachte... Ja, okay. Ich dachte, ich wäre mit dem Sprung zu spät. War ich dann tatsächlich nicht. Dann bin ich aber so panisch geworden, dass ich in der Folge runtergeflogen bin. Okay. Gut, wir haben aber jetzt hier auch definitiv den optionalen Pfad, würde ich jetzt mal behaupten oder vermuten, eingeschlagen und... Mann, das ist schwer. Das ist nicht schwer, aber es ist fies. Die Plattformen bewegen sich doch relativ schnell und gerade die im Vordergrund zu erreichen, ist nicht einfach. Aber ich bin davon überzeugt, dass mir das gelingen wird. So, können wir hier stehen? Können wir in der Tat. So, 1, 2, 3. Perfekt. So, wir haben einen Checkpoint. Moment, hier werden wir, glaube ich, gequetscht. Okay. Jetzt sind wir doch wieder auf dem normalen Weg, oder sehe ich das falsch? Ja, wir sind auf dem normalen Weg. Aber was müssen wir denn jetzt hier tun? Habe ich jetzt Kisten eingesammelt, die ich vorher nicht hatte? Und falls ja, muss ich jetzt wirklich den ganzen Weg zurückrennen? Und geht das überhaupt? Na, klasse. Das habe ich mir jetzt aber echt einfacher vorgestellt, Freunde. Das ist jetzt blöd. Okay, ich habe jetzt da ja einen Checkpoint aktiviert. Das heißt, wir haben den optionalen Teil bis dahin gespielt. Dann gehen wir jetzt einfach mal oder versuchen einfach mal zurückzugehen. Vielleicht ist das ja jetzt eben des Rätsels Lösung. Inwieweit das jetzt so einwandfrei funktioniert und auch geht, ist mir jetzt nicht klar. Müssen wir einfach schauen. Dauert dann zwar unter Umständen ein bisschen, aber ist ja nicht weiter tragisch. So. Ja, wir müssen ja irgendwie an die Kisten kommen, nach meinem Verständnis. So, der ist auch weg. Ich mache ein bisschen langsamer, weil ich natürlich nicht weiß, ob hier jetzt irgendwelche Abgründe kommen, beziehungsweise ich sonst irgendwie hier runterfliegen könnte. Seht es mir bitte nach. Das ist jetzt hier ein bisschen vorsichtigeres. Let's Play ist an der Stelle... Okay. Ist das jetzt so, dass wir jetzt quasi wieder am normalen Anfang sind? Gucken wir doch einfach mal. Ja, das ist der Levelbeginn, okay. Und auch wenn ich jetzt mit der Zeit im Grunde genommen mit meinen circa 20 Minuten drüber bin, will ich jetzt aber zumindest versuchen, das hier noch irgendwie hinzubekommen. Seht es mir nach, wenn der Part dann ein bisschen länger wird, aber... Und gerade weil wir am Anfang auch in Anführungszeichen wieder sinnlos Let's Play gemacht haben. Weil wir da im Level, das war natürlich dumm, im Level Dynamite umsonst drin waren, beziehungsweise nichts erreicht haben. Gut, dann müssen wir jetzt hier nochmal zurückgehen. Das war aber jetzt nicht wirklich so schwierig, wie ich finde. Können wir das durchaus tun, aber wir brauchen ja hier auf alle Fälle die Kisten, die wir da eben noch eingesammelt haben. Genau zu sein, die hier, weil uns die natürlich am Ende höchstwahrscheinlich fehlen werden. So, Schutz haben wir leider noch keinen im Moment. Ist ein bisschen schade.
Der Sprung gerade war natürlich auch ziemlich unnötig und dumm. Das habe ich auch in der Vergangenheit definitiv schon besser gemacht. Okay, das heißt, wir sind wieder am Anfang. Die Kisten auf dem linken Pfad müssten wir jetzt definitiv haben. Und von daher denke ich jetzt mal, dass wir jetzt hier einfach in Anführungszeichen normal weiterspielen können. Eben auf dem Default-Pfad, wenn man so will. So. Gut. Die lassen wir jetzt nochmal runtergehen. Ich möchte mich da gerne in Ruhe platzieren. Okay. Alles klar. Hat funktioniert. Dann haben wir hier eine Kiste. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher hier an der Stelle. Schießen wir den Dödel einfach weg. Alles klar. Auch hier warten wir jetzt lieber nochmal. Okay, das war knapp. Zumindest gefühlt. Ah, ich gehe lieber zurück, damit das hier nicht in die Buchse geht. Okay. Ja, sind wir irgendwie durchgekommen. Lassen wir mal den Felsen hier die Nitro-Kisten zerstören, dann ist das definitiv einfacher hier rüber zu kommen. Das wollte ich sagen. So, okay. Wir sind immer noch im Business. Sammeln jetzt weitere Kisten ein und haben jetzt hier auch einen Checkpoint. Sehr gut, das macht mich stolz. Dann ist der ganze Abschnitt bis einschließlich hier jetzt auf beiden Wegen wohlgemerkt im Grunde genommen abgehakt. So, da sind TNT-Kisten und weil ich jetzt keinen Bock habe, da irgendwie dumm reinzurennen oder mich irgendwie kaputt gehen zu lassen, knall ich die jetzt einfach mal so weg. Flötet auch aufs Leben. Ach, ich krieg's sogar, okay. Ah, und ich ahne Böses, denn jetzt ist hier eine blaue Edelsteinplattform. Wenn ich jetzt Pech habe, haben wir hier die gleiche Problematik wie bei Dynamite und werden auch hier nichts erreichen. Oh Mann, wenn dem so sein sollte, dann tut es mir leid, dass ich das jetzt verranzt habe, aber ich hatte es einfach nicht mehr auf dem Schirm, dass es hier offenbar auch eine bunte Edelsteinplattform gibt. Das heißt, ich sollte vielleicht im nächsten Part überlegen, ob ich mich nicht auf die bunten Edelsteine konzentriere, bevor ich dann versuche, die dann noch fehlenden klaren Edelsteine zu holen. Weil ich habe hier den Eindruck, dass es unter Umständen gar nicht möglich ist, hier überhaupt noch irgendwas großartig zu reißen, wenn wir nicht die bunten Edelsteine schon haben und somit eben diese Plattform, wie wir sie jetzt gerade wieder gesehen haben, aktivieren und somit optionale Wege freischalten können. Naja, egal. Ich spiele das jetzt hier trotzdem, auch wenn wir drüber sind, mit der Länge zu Ende. Aber es ist wahrscheinlich ein Part, der uns nichts bringen wird. Leider Gottes. Beziehungsweise ein Versuch, der uns nichts weiterbringen wird. Und ich entschuldige mich an der Stelle schon mal dafür. Und ich entschuldige mich natürlich dann auch für die Überlänge, die dieser Part jetzt definitiv haben wird. Aber ich möchte jetzt ungern mittendrin abbrechen. Habe ich zwar in der Vergangenheit durchaus auch schon mal gemacht, aber naja, ich weiß nicht. Finde ich jetzt an der Stelle nicht so schön. Oder eher ungünstig, sage ich einfach mal. So, da oben ist eine Kiste, wenn ich das richtig gesehen habe. Kriege ich die mit der Bazooka irgendwie weg? Dann machen wir es eben anders. Haben wir so kaputt? Nee, das wäre dumm, weil ich muss ja da hoch. So. Die kriegen wir aber auf jeden Fall noch und auch die letzten vier müssten wir hinbekommen. So, ich habe schon gedacht, ich wäre auf der Plattform gewesen. Okay, haben wir hier alle 28 Kisten geholt. Aber uns werden definitiv am Ende Kisten fehlen, beziehungsweise die 105 haben wir höchstwahrscheinlich schon gehabt. Würde ich es einfach mal behaupten. Wobei, kann ja eigentlich nicht. Weil, ich frage mich nur, wie ich dann an den ersten Edelstein gekommen bin. Ich muss ja offenbar schon mal alle Kisten geholt haben, aber haben wir jetzt nicht auf dem optionalen Weg links rum... Oh, das war blöd. Jetzt habe ich leider Gottes den Schutz aufs Spiel gesetzt. Naja, egal.
kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. So, die Kisten sind weg. Ja, drei fehlen uns jetzt noch. Da oben ist noch eine. Gucken wir jetzt einfach mal so vom Himmel, wenn wir sie dann auch treffen. Okay, das hat geklappt. Nein, das war nicht gut. Okay, hat aber trotzdem geklappt. So, auch das hat geklappt, auch wenn es ein bisschen schwieriger war. So, ja, okay, dann hatten wir die 105 tatsächlich doch schon geholt. Ja gut, sorry. Dann ist auch dieser Versuch leider für die Katz gewesen. Das heißt, wir waren jetzt im Level Dynamite, leider umsonst. Haben es immerhin aber bei diesem Try tatsächlich mal auch im First Try geschafft und haben auch diesen Dino sicher durchs Ziel gebracht. Und das macht mich doch mal mitunter stolz. Auch wenn wir sonst nichts geholt haben, haben im Level Road Crash aber immerhin einen Edelstein geholt und waren jetzt auch leider hier in diesem Level umsonst in Anführungszeichen drin. Sinksinator, weil wir hier offenbar den blauen Edelstein brauchen, um da noch an den zweiten Edelstein zu kommen. So, Bye Bye Blimps wäre dann abgeschlossen, um jetzt schon mal vorausschauen auf den nächsten Part zu gucken. Tell No Tales, da fehlt der zweite Edelstein noch. Da gehe ich auch auf jeden Fall noch mal rein, weil ich mir da ziemlich sicher bin, dass ich da einfach nur irgendeine Route vergessen habe, abzufahren mit dem guten Speedboot. So. Future Frenzy ist, glaube ich, dieses Level, in dem wir in diesem ominösen 13. Part waren, den ich irgendwie x-mal aufnehmen musste, bis er so war, wie er mir gefallen hat. Da gehe ich, glaube ich, auch erstmal nicht rein, weil ich da auch, glaube ich, irgendwas finden muss, um an einen der Edelsteine zu kommen. Denn da bin ich mir ziemlich sicher, da habe ich auch nichts gefunden. Dann ist die Frage, ob wir dann nicht vielleicht mal in Tomb Raider reingehen, weil ich meine, da geht es dann auch darum, eine Todesplattform zu finden, weil ich glaube, wenn wir dann den blauen Edelstein eben haben oder hätten, können wir dann eben nochmal hier ins Level Sphinxinator reingehen. Naja, egal. Schauen wir dann aber mal. Sorry dafür, dass der Part jetzt erstens überlang war und zweitens leider ein Stück weit auch unproduktiv. Wir haben drei Level gesehen, zwei leider umsonst, weil ich da nicht wirklich weiß, was ich tun muss, um an den noch fehlenden Edelstein jeweils zu kommen. Wir haben aber immerhin einen Road Crash eingeholt und sind somit zumindest minimal weitergekommen in diesem 100% Walkthrough. Und ich würde sagen, im nächsten und 22. Part versuchen wir dann wieder etwas produktiver zu sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid, mir zuschaut und mir die Däumchen drückt. Falls euch das hier zu lame ist, schaut gerne auch mal auf meinem Zweitkanal rein. Da läuft aktuell das Let's Play zu God of War für die PlayStation 4. Kann ich euch sehr empfehlen. Ich finde das Spiel mega geil und es macht echt Bock bisher. Ist aber was komplett anderes als das hier. Schaut einfach mal rein, falls es euch interessiert. Ansonsten schaut euch auch gerne auf diesem Kanal hier meine anderen Videos an, wenn ihr nicht so Let's Play affin seid und beispielsweise Unboxings oder andere Dinge sehen wollt. Denn da gibt es auch durchaus Videos auf meinem Kanal. Ja, und dann würde ich sagen, hoffe ich, dass ihr, egal bei welchem Video, egal auf welchem Kanal, dass wir uns auf jeden Fall wiedersehen. Hoffe, dass ihr gesund bleibt und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.